wie so Aprilwetter eher da draußen. Vorhin war es richtig dunkel, jetzt kommt die Sonne raus, dunkle Wolken aber trotzdem wieder und eher so Aprilwetter. Tag, heute ist Samstag, der 14.05.2016 und ich habe gerade aufs Datum geguckt, damit ich weiß, was ich hier jetzt sagen muss. Und dann dachte ich mir so, 14.05. Irgendwie ist mit dem Datum irgendwas, aber ich weiß es nicht mehr. Also nehme ich an, dass es vielleicht mal irgendwann ein wichtiges Datum war für mich. Genau, entweder dass da jemand Geburtstag hatte, den ich mal gut kannte und mochte, liebte, was weiß ich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was am 14.05. war. Aber 14.05. kam mir gerade so vertraut besonders vor, keine Ahnung. Bin vielleicht noch ein bisschen rot, aber ich kann aus der Dusche kommen und ich dusche immer so heiß. Ja, ich habe mir vor über etwas einem Jahr Zunge stechen lassen und habe die dann bei jedem Tattoo-Termin immer ein Stück weiter dehnen lassen, weil ich das nicht selber machen wollte und eh noch ein paar Termine hatte beim Tätowierer und deswegen habe ich das immer beim Tätowieren etwas weiter dehnen lassen. Dadurch hat es eigentlich sehr lange gedauert und fand es aber auch nicht so schlimm, also mich hat es nicht gestört und naja, so konnte das in Ruhe sich dehnen. Als ich den letzten Tattoo-Termin hatte, wollten wir von 8 auf 10 mm gehen und auf 10 mm wollte ich eigentlich auch. Weil bis 10 mm geht es wohl noch, dass die Ohren wieder zuwachsen, ohne dass man was sieht. Und das hat irgendwie nicht geklappt und deswegen habe ich gedacht, okay, lassen wir das noch und ich probiere es alleine. Ging aber auch nicht, habe ich echt nicht geschafft. Eigentlich ist seit Anfang das Zungenstechen mein linkes Ohr, ich denke schon von Richtung der Kamera. Naja, okay, also mein linkes Ohr ist ein bisschen wund, immer. Das sieht man hier vielleicht auch, bin vielleicht zu dicht. So, naja. Auf jeden Fall ist es immer so ein bisschen wund und es wurde nie besser, obwohl ich jeden Tag dusche, meistens sogar zweimal vor der Arbeit, nach der Arbeit und das wirklich gepflegt habe, aber nichts ist passiert. So, und da ich keinen Tätowiertermin mehr habe und zu meinem Tätowierer aus Gründen auch nicht mehr gehen möchte, habe ich das wie gesagt alleine probiert und da ging es auch nicht und jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich lasse jetzt die Tunnel draußen, damit hier erst ein bisschen Luft dran kommt und das vielleicht so schon mal ein bisschen besser heilt und dann schaue ich mir das heute Abend an. Wenn ich ohne Probleme die Tunnel nochmal reinkriege, mache ich sie nochmal rein und werde das die nächsten Tage beobachten. Und wenn ich die Tunnel heute nicht mehr reinbekomme, dann lasse ich sie jetzt wachsen. Ich habe die Schnauze voll. Das ist immer so ein bisschen wund und selbst wenn es heil ist, ist es so, dass die Ohren immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Talg abgeben. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich dusche jeden Tag, aber und pflege das und so, aber es ist nervig. Es ist echt nervig. Naja, mal sehen. Wir schauen uns das heute Abend an. Und wenn nicht, dann ist es scheiße. Das nervt mich. Da ich keinen Bock mehr drauf. Ja, und das war's eigentlich. Ich gehe zur Arbeit und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video. Hoffentlich. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.